Weißbach in Oberbayern. Familie Pfnür steht vor einem Abenteuer. Christian und Daniela wollen hier ihr Traumhaus bauen. Damit sie sich das überhaupt leisten können, haben sie ein Bausatzhaus bestellt und planen, so viel wie möglich selbst zu machen. 40.000 Euro, glauben sie, können sie dadurch sparen. Eine echte Herausforderung. Im Moment freue ich mich. Ich will endlich loslegen. In 2 Wochen oder in 4 Wochen schauen wir mal, wie es dann ausschaut. Der Lebenstraum von Daniela und Christian rollt an, in einem LKW aus Frankreich. 400 Einzelteile mit Steckverbindungen, aus denen in wenigen Monaten ein Haus entstehen soll mit 150 Quadratmeter Wohnfläche. Doch schon die Anlieferung zum Bauplatz ist ein Problem. LKW-Fahrer Markus Gürtler droht, mit seinem 15 Meter langen Sattelschlepper stecken zu bleiben. Ich glaube, er muss weiter ausholen. 30 Minuten dauert es, bis Markus und Christian den Koloss durch die nur 3 Meter breite Engstelle manövriert haben. Geht, gib Gas. Auch auf der Baustelle läuft nicht alles wie geplant. Christian ist schon jetzt mit seinem Zeitplan ein paar Tage in Verzug. Ich lege jetzt den Baustahl für die Bodenplatte aus, die eigentlich schon fertig sein sollte, aber ich bin froh, wenn sie es heute noch schaffen. Jetzt will der Bauherr so schnell wie möglich die Fertigteile abladen. Ja, war ein bisschen haarig, oder? Ja, war eng, ne? Nur nachher beim Rausfahren, bin mal gespannt. Ja, du bist leichter. Mal die Seite auf. Wie viele Mann hast du zum Abladen? Momentan noch einer. Der zweite müsste bald kommen. Beim Anblick der 400 Einzelteile aus Styropor kommen Christian Pfnür Zweifel, ob er es wirklich schafft, daraus ein richtiges Haus zu bauen. Schaut so stückelig aus, das Haus. Muss man das jetzt selber zusammenbauen, oder wie? Und das für ein Teil? Für das kommt ja der Bauleiter. Der wird mir schon sagen, was wohin muss. So, ja. Christian redet sich Mut zu. Schließlich behauptet die Herstellerfirma, dass auch Laien das gigantische Hausbau-Puzzle meistern können. 10 Kilometer entfernt, die alte Wohnung in Bad Reichenhall. Hier wollen die Pfnürs so schnell wie möglich raus. Seit einem Jahr kämpft die Familie mit Schimmel. Das Kinderzimmer war davon ganz besonders stark betroffen. Weil letzte Florians Matratze schwarz war, haben wir den Boden rausgerissen und den neuen rein und isoliert. Und Mama! Ja, Vermieterin hat eine neue Matratze bezahlt. Das ist das beste Zimmer, ja, inzwischen. Aber dann ist halt, wie da isoliert war, ist die Feuchtigkeit weitergegangen ins Schlafzimmer. Es waren unsere Matratzen schwarz. Also raus, hier. Ist nichts. Auf der Baustelle schuften die Männer jetzt schon seit 5 Stunden. Die Schlepperei der jeweils 5 Kilo schweren Elemente ist mühsam, weil Christian nur einen Helfer organisiert hat. Jetzt bin ich geschafft. Das reicht für einen Tag. Doch noch ist nicht Feierabend. Zuerst muss der LKW durch die schmale Dorfstraße zurück. Und nach dem Entladen ist der Auflieger sogar ein paar Zentimeter höher. Geht schon, geht schon. Also hier geht's gut. Andere Seite geht auch. Du bist schon fast vorbei. Aber auch nur fast. Der LKW bleibt im Nadelöhr stecken. Nichts geht mehr. Sieht schlecht aus. Alles Rangieren hat nichts genutzt. Und das Schlimmste, eine andere Straße gibt es nicht. LKW-Fahrer Markus Gürtler wird langsam nervös. Ja, mal zurück. Da bringt nichts. Da fehlt mir noch ein gut 50 Zentimeter. Und hier geht's. Hier geht alles. Langsam, halt! Stopp! Das spektakuläre Manöver dauert jetzt schon eine Stunde und spricht sich im ganzen Dorf herum. Daniela wollte mit den Kindern eigentlich nur die Bauelemente bestaunen. Doch jetzt muss sie die zukünftige Nachbarin beruhigen. Die Frau hat Angst, dass der Sattelschlepper ihr Haus demolieren könnte. Und tatsächlich, wenig später rammt der LKW die Dachrinne. Die Besitzerin ist sauer. Ich gönn's allen, aber so nicht. Es ist einfach zu groß.
toller Einstieg. Juhu. Nachbarin ist stinkesauer. Noch so ein LKW lässt sie nicht mehr rauf. Ich hoffe, er hatte alles dabei, was wir dafür brauchen. Die Action schlechthin für das ganze Dorf. Einer der Dorfbewohner will dem hilflosen Treiben nicht länger tatenlos zusehen. Wenn man seitlich rüberziehen mit der Straße, wenn der leer ist, das geht schon. Da können wir ausprobieren, ja. Mit Hilfe des Betonmischers, der von Christians Baustelle kommt, wollen die Männer das Problem lösen. An einem Busch befestigt Danielas Bruder eine Umlenkrolle. Wir probieren jetzt den Hänger zu uns ein Stück rüber zu ziehen, damit wir da leichter vorbeikommen. Die Männer verbinden Betonmischer und Sattelschlepper mit einem Stahlseil. Über die Umlenkrolle wollen sie das Heck des 40-Tonners in eine bessere Position ziehen. Ob der Busch die Zugkraft aushält? Sie müssen es probieren. Sie haben keine andere Wahl. Der Plan geht auf. Der Busch hält und Christian fällt ein Stein vom Herzen. 2 Stunden hat die Aktion gedauert. Lkw-Fahrer Markus Görtler ist zwar auch erleichtert, doch über den Bebauungsplan der Gemeinde wundert er sich schon sehr. Ja gut, das hier war jetzt schon ziemlich eng, ja. Normal nicht. Ich meine, brauchen wir nur ein bisschen auszubaggern, wenn man schon weiß, dass hier oben Neubaugebiet ist. Ne? Ja, hoffentlich geht's nicht so weiter. Christian Pfnür ist etwas geknickt. So schwierig hat er sich den Beginn der 6-monatigen Bauphase nicht vorgestellt.